just let me go up in under your spell. I love you so, it's just hard to tell. I lost my way and there's no coming back. And I'm all done, the love's all gone. Nein, eins, ja, die Gebäude kann man auch noch, die haben wir auch noch nicht gebaut, stimmt, die müssen wir auch noch machen. U-Bahn-Station können wir noch machen. Was ist das? U-Bahn-Linie-Werkzeug. Bauen Sie U-Bahn-Stationen. Bauen Sie U-Bahn-Stationen. Okay. Ja, jetzt eigentlich das Wichtigste jetzt sind die Universitäten, die wir jetzt auch bauen können. Und dann zimmer ich direkt eine in das Hochgebiet der Industrie hier gerade rein. Die allerdings erstmal nach hier verlegt werden muss. Denn sonst wird das nichts. Dann machen wir jetzt mit Grünstreifen, das sieht cool aus. Bam. Und dann Schule, Universität. Fatsch. Boah. YOLO-Welle. Woo. Das sah doch gut aus. So, wo ist hier schon wieder Gebäude kaputt? Du bist kaputt. Na gut, von mir aus. Okay, das sieht gut aus. Eine hätte ich aber gerne noch. Und zwar wäre die dann hier unten irgendwie so drin. Und ich sehe gerade, jetzt fehlt uns ein bisschen das andere Zeug. Und da bauen wir jetzt mal die neuen Gebäude hin, weil die müssen ja auch in der Nähe von den neuen Arbeitsplätzen sein. Sonst bringt das ja nichts. Da müssen wir wirklich hier schon mal die Straßen erneuern. Und zwar kommt dann jetzt hier... Geht das nicht oder wie? Nee, geht nicht. Das ist... Das ist dem zu steil. Na gut. Dann machen wir das halt anders. Achso, das ist Gebäude im Weg. Moment. Dann geht hier ein Weg nach da und dann geht's. Hier ein Weg nach da. So. Dann schließen wir den Spaß hier nämlich mal an. Moment, da muss ich jetzt die Dinger machen. So, dann schließen wir nämlich das Ding hier mal an jetzt. Und dann können jetzt hier die Sträßerchen ist auch egal, da kommt da eh Zeug hin. Nach da und dann können hier noch ein Sträßerchen nach da. Genau. Und dann kannst du weg. Sehr schön. Da ist gleich noch was, was weg möchte. Und zwar dieses kleine minderwertige Gebäude da oben. Oh, jetzt geht's ja aber los mit den Gebäuden, die nicht mehr funktionieren. Das ist natürlich super. Ich finde es schade, dass die nicht wieder bezogen werden können oder so. Oh oh, Stromprobleme, Stromprobleme, Stromprobleme. Oh oh. Ach so. Problem gelöst. Okay. Da unten sehe ich auch schon wieder ein Gebäude, das nicht mehr so recht will. Dann würde ich hier gerne noch eine
Moment. Kleinere Straße Zinzin. Mit die Räume hier zwischendrin nicht allzu klein werden. Das ist ja dann auch doof. Und hier ist anscheinend wirklich zu viel. Von dieser Industrie, deswegen mache ich mal. Diese Industrie hin. Genau. Und hoffe, dass das jetzt besser wird. Hier unten sind ja auch prinzipiell immer Probleme, deswegen mache ich jetzt auch mal hier das weg und zimmer hier mal noch ein bisschen von denen rein. Und dann könnte ich eventuell sagen, gut, okay, dann machen wir... Oh, das ist ja halt gar keine so gute Idee von mir gewesen jetzt. Weil jetzt kommt natürlich... Müssen sie halt mit leben. So, dann leben sie halt da mal ein bisschen am Industriegebiet. So. Klack, klack und klack. Okay. Hopp. Und dann machen wir hier mal noch. Den Spaß weg. Jetzt haben wir da Gebäude rein. So. Und auch das kann der weg, da könnte dann ja auch mal von den neuen Gebäuden was rein. So, klack, klack. Hallo? So, jetzt haben wir's. Und hier sind auch zu viele oder was? So. Das sollte sich da hinten gleich lösen, weil ich da jetzt was gebaut habe. Ja, da wachsen schon die Bäume. Jetzt ist da schon eine Plattform. Und es wird gebaut. So, okay. Ich war aber noch nicht fertig. Ich wollte irgendwas noch machen. Genau, Universität wollte ich eine haben. Die ich aber nicht bauen kann momentan, weil zu fett Geldprobleme. Nö, ja, eigentlich haben wir gar keine Geldprobleme. Haben wir die Darlehen eigentlich bezahlt? Ja, die haben wir auch bezahlt, ne? Ach, siehst du mal, Steuern können wir erheben. Und es wäre natürlich ein Fauxpas, wenn diese Leute hier weniger bezahlen müssten als die in den niedrigen Gebieten. Deswegen machen wir hier mal 12, 13, 13 und da das. Ist nicht wesentlich teurer, aber auf jeden Fall bringt es uns was. Wait a moment. Da können wir mal gucken, wie viel bringt uns denn das neue Gebiet. Das neue Gebiet bringt uns jetzt momentan... Das muss ich mal ein bisschen kurz erhöhen, damit ich das jetzt sehen kann. Tut mir leid, ich bin... So, gleich geht's weiter. Nur, dass mal eine Woche rumgespult wird, da sehen wir mal, wie viel es uns ungefähr bringt. 6, 7 und 8 war es, glaube ich. So. Okay, das heißt, das bringt uns jetzt momentan ein Zehntel von dem. Hier ist es fast die Hälfte schon und da haben wir noch gar nichts, deswegen ist es da noch nicht viel. Und das bringt uns 10.000 die Woche. Geil. Geil, geil, geil. Okay, dann kann ich jetzt erstmal die zweite Bibliothek bauen. Denn wir brauchen mehr gebildete Leute. Achso, hier hinten ist ja eigentlich egal, ne? Eigentlich brauche ich gar keine zweite Bibliothek, weil das sind ja sowieso die Gewerbegebiete. Da wird ja nicht gelernt. Es reicht einfach. Kapazität 4500, ich brauche gar nichts mehr. Gut, dann lasse ich das mal so. Strom looks great. Water looks great. So, jetzt haben wir Mülldeponie Speicher. Müllproduktion die Woche ist natürlich recht hoch. Müllverbrennungskapazität die Woche ist dagegen gesehen recht niedrig, muss ich gestehen. Das heißt, da wird es wahrscheinlich noch mal eine folgen müssen. Die kann ich aber dahin bauen. Hier passt nichts hin, das heißt, hier kommt noch ein bisschen Industrie hin. Aber da würde ich dann die Industrie mal nehmen. Bam. Dann ziehen wir mal hier mal ein bisschen von der Industrie rein. Dann ziehen wir mal hier oben mal ein bisschen
Ne, das ist ja... doch, Industrie, Gewerbe, genau. Und dann sind wir mal hier. Ne, Moment, hier muss ich auch noch... Den machen wir mal hier... Ne, 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 nee, das ist falsch. Na, Gewerbe. So, dankeschön. Dann machen wir hier, auch noch die Industrie rein. Dann kommt nämlich hier... Erstmal ein bisschen von den neumodischeren Gebäuden. Yay! Super. Wir dürfen natürlich nicht nur neumodische Gebäude bauen. Also größere Gebäude, aber momentan geht es eigentlich, weil wir haben momentan natürlich kaum von den großen und haben eigentlich nur kleine, deswegen können wir erstmal loslegen da. Die würde ich gerne auch direkt an die Uni dran bauen. Und hier die Flächen können wir eigentlich auch komplett... Komm, wir machen das mal als Gebäude. Wir sehen ja dann, wo hier an der Stelle zu viele Gebäude sind. Das können wir ja dann alles checken. So, hier sieht es jetzt aus, als wären hier jetzt... zu wenig... Dann mache ich hier mal noch das hin. 100.000 haben wir. Alter. Das haben wir noch nie gehabt. Was haben wir denn hier? Können wir denn hier momentan mal vielleicht ein neues Gebäude bauen? Ja, können wir. Und das packe ich mal direkt in das neue Gebiet. Weil da noch nichts steht. Was haben wir hier denn? Eine Einkaufszentrum um der Mäßigung. Ach du Scheiße. Geld ausgeben. Juhu! Das sieht fett aus. Was haben wir hier noch? Hier haben wir noch das Expo-Center. Das ist ein mega fettes Gebäude, oder? Yo. Und das ist... Ah, der Turm der hohen Zinsen. Den kenne ich. Den würde ich fast schon hier so voll in die Mitte reinpacken. Das ist ja so episch, außer leider passt es nicht. Da werden alle Gebäude hier so ein bisschen versorgt, aber leider passt es nicht. Wasserprobleme sehe ich da. Ach so. Wasserrohre, Mühmännchen. Ja, Wasserprobleme, habe ich schon gemerkt. Spielt euch nicht so auf. Dann würde ich sagen, mache ich mal ganz kurz, wenn ich gerade schon so viel Geld übrig habe. Das war selten schlau. So. Wenn ich gerade so viel Geld übrig habe, dann kann ich ja theoretisch eigentlich mal hier das Wassernetz komplett zu Ende anschließen. Bam. So. Okay. Einrichtung voll. Die Kapazität in den Müllfriedhöfen ist begrenzt. Nein! Hä? Ich habe doch Müllverbrennungsanlagen. Müllproduktion. 100.000 die Woche. Betrag, Effizienz, Müllhalten. Müll. Moment. Müll. Wo ist Müll? Wo ist Müll? Stufen? Ach, Müll ist... wo ist denn der Mülleimer? Wind, Verkehr, Verschmutzung, Lärm, Verbrecher, Bevölkerung, ausgehende Verbindung, Bodenrichtung, Naturrohstoffe, Stadtviertel, Freizeit... Wo ist denn Müll? Bei Bodenverschmutzung mit? Ja, das ist toll. Yay, kleine Stadt. Juhu. Was kriegen wir denn dazu? Wir kriegen dazu einen Bahnhof, Güterbahnhof und Wasserwerk. Boah, das kann ich da gar nicht alles bauen.
Was sind jetzt hier schon wieder? Das sind beides die Gebiete, gell, die Gewerbegebiete. Mache ich jetzt mal das hier weg und dann kommt dafür ein normales Gebiet hier hin. So. Ansonsten sieht das ganz gut aus. Wir kriegen keine negativen Effekte mehr irgendwo. Ja, ja, das... So. Okay, das looks great. Wo haben wir denn jetzt hier Freizeitbeschäftigung? Die sieht da hinten zum Beispiel recht mickrig aus. Da könnte man... sieh mal einer an. Man könnte doch hier eventuell sagen... Bam. Sollte die... Also das hat nichts mit Freizeitbeschäftigung, glaube ich, zu tun, gell? Das hat, glaube ich, nichts mit Freizeitbeschäftigung zu tun. Dann machen wir hier mal noch einen teuren Park hin. Und hier nochmal einen teuren Park hin. Nicht genügend Geld, das ist natürlich super. Das freut mich nicht. Und da noch einen hin, jetzt sollte die Freizeitbeschäftigung hier eigentlich auch komplett sinken. Genau. Das sieht doch super aus. So. Turm der hohen Zinsen. Okay, da ist schon wieder einer... Schon wieder ein Gewerbegebiet. Haben wir so viele Gewerbegebiete? Nee, es ist sogar Nachfrage nach Gewerbegebieten. Okay. Wahrscheinlich aber an einer falschen Stelle. Moment, wo ist denn... So. Dann machen wir hier mal Gewerbegebiete und... Dann mache ich hier mal noch Gewerbegebiete. Und dann können hier hinten dann Bürojobs hin. Bürojobs sollten ja auch eigentlich nicht mehr negativ sich auswirken, oder? Steht das hier dabei? In Bürogebieten finden Gebiete da, aber ihre Stadt sollte über eine Universität verfügen, damit sie genügend... Genau, Bürogebiete sollte eigentlich nicht negativ sich auswirken. Deswegen würde ich einfach mal sagen, wir zimmern jetzt hier hinten mal. Ah, hier die gebildeten Bürger leben so ein bisschen. So, dann zimmern wir einfach hier mal... Ne, komm. Weg und machen hier mal so ein Bürogebiet hin. So. Da ist schon wieder was. Dann mache ich hier mal jetzt Bürogebiet hin. Vielleicht, weil hier so viele gebildete Bürger jetzt leben hier. Oder so ein paar. Dass es besser ist, wenn wir da Bürogebiete hin machen. Dass die sich da aufteilen können. Das kann natürlich auch sein. Hier hinten ist dasselbe Problem schon wieder. Ich glaube, die Bürger sind einfach zu gebildet mittlerweile, dass die hier gar nicht mehr die Jobs annehmen. Würde es zumindest ein bisschen erklären. Das würde es zumindest ein wenig erklären. So. Und du kommst weg. So. Das sieht doch gut aus. Wie viel kostest du denn? 100.000 kostest du.
Ich weiß, wir könnten jetzt hier noch U-Bahn und Verkehrszug und so machen. Das machen wir später erst. Da würde ich die Stadt gerne erst ein bisschen weiter haben, um das dann auszubauen. Wie sieht es aus mit Schule? Sieht hier noch ganz okay aus. Und Grundschule. Grundschule muss ja noch eine hin. Genau, sieht hier gut aus mit der Grundschule. Polizei ist okay. Fuhuhuhu, Feuerwehr. Bam, fettes Feuerwehrgebäude. Okay, und ein Arzt reicht hier, der Kleine. Das reicht noch vollkommen aus. Oh, wie sieht der Müll aus? Ach, da oben ist der Müll. Mülldeponiespeicher. Mülleinheiten pro Woche und Müll verbrannt. Wir müssten, glaube ich, mehr Müllverbrennungsanlagen bauen, als wir momentan haben. Als wir momentan produzieren, damit das runtergeht. Also wir brauchen mehr Verbrennung. Das heißt, wir müssten eigentlich nur noch eine bauen müssen. Dann sollte sich das legen. Die Geräusche mache ich auf, das ist normal. Moment. Müllverbrennungsanlagen. Dankeschön. Würde ich gerne noch eine bauen. Und zwar dann doch eher hier. So. Okay, die Nobelklasse findet hier ihre Steuern zu hoch. Das ist mir egal. Es kommen hier pro Woche 240 Einwohner dazu. Also neugierig nicht rum. Das ist super. Wie sieht es denn mit der Glücklichkeit aus? Die Gewerbegebiete sind unzufrieden. Das kann nicht sein. Wegen euch zwei Popeln da hinten oder was? Die hier rum nur. Wegen euch zwei ist ja alles unzufrieden. Das glaube ich aber weniger. Gab es doch irgendwo auch so ein Stadtlevel, gell? Moment. Ah ja. Erwerbegebiet, Industriegebiet. Okay, die dunklen, alles was dunkel ist, ist gut. Das sieht sehr dunkel aus. Okay, das ist gut. ist gut, passt schon. Was haben wir denn hier? Oh. Was sehen meine Augen da? Das geht gar nicht. So. Also von der Freizeitversatzung ist die Stadt echt mega. Da ist keiner unzufrieden. Hoch, niedrig ist rot. Rot haben wir eigentlich gar nicht mehr. Hier unten, das ärgert mich halt ein bisschen, dass hier unten so ein wenig ist, aber... Ich könnte hier eins reinziehen eigentlich. Ach komm, weißt du, mache ich. So, und weg mit den ganzen Orangenen. Juhu! So, und das bisschen hier, also die kleinen Stellchen, das ist mir echt egal. Super, 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 super. Ich muss aber gestehen, hier ist echt ein bisschen wenig. Straße. Da der Inner nichts gebaut ist. Machen wir hier mal noch ein bisschen was. Und zwar kommt hier jetzt noch rein. Eine Seite normales Gewerbegebiet. Und eine Seite höheres Gewerbegebiet. Achso, das sind Grünflächen, okay. Das kommt hier noch rein. Dann würde ich auch hier gerne noch was reinpacken. Und zwar... Ist ja nicht schlimm, wenn da hier mal zwei, drei Leute wohnen. Deswegen wird es hier keine Staus geben. Und zwar kommt hier auch noch eine Seite höheres Gewerbegebiet rein. Hier machen wir mal umgedreht. Und eine Seite niedrigeres Gewerbegebiet. So. Dann aber das Problem, dass hier auf jeden Fall noch Industrie gefragt ist. Das heißt, wenn hier Industrie gefragt ist, dann muss da auch wieder ein Gewerbegebiet dazwischen. Und dann muss Industrie ran. So. Ist auch Industrie, oder? Bürogebiete, Industrie. Hier geht gerade der Feueralarm an. Es ist 12 Uhr. Okay, meine lieben Freunde, an der Stelle würde ich auch ganz kurz mal eine Aufnahmepause machen. Wir sehen uns dann gleich wieder. Und... Die Steuer waren sehr zu hoch, okay.
Wir sehen uns dann gleich wieder und dann geht es weiter. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht und ganz ehrlich, das sieht mega geil aus hier. Und Alter, die Einnahmen sind krass. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss.